So, und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich wirklich sehr. Und da ist ein Schmetterling, der da lang fliegt. Oh, wo ist er hin? Da. Hallo Schmetterling. Hallo. Er verschwindet einfach in der Wand. Na toll. Na gut, und es geht weiter. Wir sind in dieser geheimnisvollen Höhle und suchen den Mondstein. Poppy hat uns ja hierher geschleppt. Die habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht. Rebellion. Ich möchte die haben, die habe ich noch nicht. Fupa. Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Ja, ach. Das wird uns schon nicht passieren, glaub mir mal, du. Komm mal mit. Ich zeig dir mal, wie das geht. Das wird schon nicht passieren. Wirklich. Wird alles gut hier. So. Wenn der Mondstein hier ist und die Kupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Oh, ein Item. Purzelt da hinaus. Rebellion. Da ist nix, da komme ich nicht durch. Warum, wieso? Ich möchte hier durch, bitte. Entschuldigung, Sie, ich würde hier gerne durch. Das ist so gemein. Warum kann ich hier nicht durch? Schade. Schade, schade, schade. Oh. Und dahinter ist auch eine Truhe. Okay. Überrascht. Erst die Fupa und jetzt das. Ja. Aber wo kriegen wir denn die Dinger her? Ich denke, wir sollten Motten finden. So? Nee, hä? Hä? Ich schnall wieder nix. Ach so. Ach so, ich bin blöd. Ja, natürlich. Das und das. Das und... Wie ist das andere? Dieser Kreis da. Kreis. Nein. Das. Ja. Wie, dass der Djinn wieder einfach nicht schnallt, ne? Unfassbar. Jetzt haben wir ja fast alles auf, richtig? Jetzt nur noch als erstes das Ding. Als erstes das. Huch, nee. Als erstes das. Als erstes das und dann den Kreis, dann das. Ein Weihnachtsbaum haben wir, cool. Mega, mega nice, ey. Cool. Richtig cool. Aber wo ist denn jetzt... Hä? Das Kreisding. Das. Bitte. Und das Kreisding. Und dann ist die Tür auf, richtig? Ja. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Ding? Nee. Nee. Djinn. Nein. Du musst hier... Nein. So doch nicht. Ah, okay. Ich dachte zuerst, dass ich das noch einfrieren darf oder sowas. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Ja, gehe ich eigentlich auch stark von aus. Also hoffen wir zumindest, ne? Also bei Djinn ist ja immer so, dass ich das immer nicht hinkriege. Bei Djinn ist das ja alles so eine Sache, ehrlich gesagt. Huch, da weiß man das ja immer nicht so ganz genau, ob der das gebacken kriegt. So, die Frage ist, kann ich die jetzt einfach hier mit rübernehmen? Ja, ne? Oder? Mal gucken. Zack. Komm mal mit. Ja, tatsächlich. Dann pack mal da rein. Und du kommst mit und kommst da hinten hin. So, nein. Depulso wollte ich hier machen. Depulso.
schnell. Komm mal mit. Geht der jetzt durch oder was? Ach so, ja. Nee, ist ja klar. Logisch. 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 Sag mal, diese Rätsel zu schnallen ist auch echt nicht meine Stärke, ne? So, komm mal mit. Wollte gerade sagen, komm mal mit, bitte, liebes Schmetterlingwesen. So, Tür auf. Und bevor wir hier weitermachen, erstmal Akio wieder rein hier. Mach auf. Na klar. Oh. Moment, wir können ja jetzt mal versuchen hier was. Avada Kedavra. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es ist so schön. Das ist schon eine geile Kombo, ey. Hoho, das ist eine super nice Kombo. Und sie steht jetzt einfach nur da und denkt sich, warum kannst du das denn? Und ich denke mir so, ja, hehehe. Oh Mann. So, 48 Galeonen. Galeonas. Dort, wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an. Ganz deiner Meinung. Das Wasser brodelt? Ja, das machen wir gleich. Wir gehen aber erstmal hier zur Truhe, okay? Das ist nämlich wichtig. Ein Renaissance-Hut, ja toll. Tauchen. Let's go. Ah, das war klar, ne? Dann kommen wir wieder woanders hin. Ja, natürlich. Logisch. Das hatten wir ja schon mal. Und einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Das sind ja ganz schöne, ganz viele von diesen Vögeln. Oh, meine Herren. Das ist ja wirklich viel. Das fackeln wir mal ab hier ganz kurz. Also ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind ihnen einen Schritt voraus. Was sind Poppy? Poppy, wo bist du? Okay, ich schneide jetzt gerade gar nichts mehr. Ach, der Mondstein ist hier. Ja, geil. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Darf ich nicht so einen Vogel mitnehmen? Na, na toll. Na gut, dann sprechen wir erstmal hier mit der Poppy. Hallo, Poppy. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Es kann losgehen. Ich glaube, wir sind durch, ne? Ja, es kann losgehen. Einfach direkt dahin. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Aber Poppy ist auch echt eine Liebe, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Es hat besser mit Schnatzern zu tun. Was es auch ist, es hat besser mit Schnatzern zu tun. Was das betrifft, rennt uns die Zeit davon, oder? Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Lege den Mondstein in den Steinkreis. Das machen wir. Warum wurden wir denn hier hingesetzt? Wieso können wir da nicht gleich hin? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und bedroht jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Na nett. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen.
Wollte gerade sagen, wie komme ich da hoch? Und die Karte ist nicht verfügbar. Ah, okay, weil ich dachte mir schon, warum sieht die Karte so komisch aus? Revelio. Dann mal rein mit dir. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Das würde ich gerne hören. Du wirkst zögerlich. Du musst es mir nicht sagen. Doch, das würde ich gerne hören. Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Okay, also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Poppy aus einer Wildererfamilie? Krass. Unglaublich, dass du nichts gesagt hast. Warum hast du mir das nicht eher gesagt? Nach allem, was wir durchgemacht haben. Tut mir leid, ich habe oft darüber nachgedacht, aber ich schäme mich dafür, wer meine Familie ist. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Du kannst aber nicht alle retten. Da hast du Erfolg. Du kannst nicht alle retten, leider. Ein Mensch allein kann nicht alle retten. Ich kann es versuchen. Und ich hatte ja auch etwas Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Aber auch verdammt witzig, auch dass sie dann zu Hufflepuff eingeteilt wurde, oder? Also, finde ich schon strange, dass wenn sie quasi diese Vergangenheit hat und dann aber trotzdem zu Hufflepuff kommt, das ist schon... Da hat sich der sprechende Hut auf jeden Fall ordentlich was ausgedacht. Gut, wie war es, mit Wilderern aufzuwachsen? Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Wissen deine Eltern, dass du Wilderer sabotierst? Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Ja, das glaube ich leider auch. Also, wie soll ich sagen? Manchmal muss man einfach einsehen, dass man
Ja, also man kann andere Menschen nicht verändern. Man kann nur sich selbst verändern, wie man damit umgeht. Und vielleicht auf einmal, wenn man merkt, okay, ich gehe jetzt plötzlich anders damit um, auf einmal verändert sich der andere Mensch dann plötzlich auch. Also das kann tatsächlich passieren. Also da habe ich auf jeden Fall schon mal so ein paar sehr spannende Erfahrungen erlebt, würde ich mal behaupten. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug ins Privatleben oder in die Erfahrungen von Jin. Aber hast du Angst, die Wilderer könnten dich erkennen? Da waren so viele Wilderer in dem Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Aber danke auf jeden Fall für dein Vertrauen. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Gut, dann holen wir den nochmal wieder. Nehmen wir den einfach direkt wieder mit. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Schlafen. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Alles klar, dann würde ich doch mal sagen, machen wir das auch einfach, wenn sie das vorschlägt, ne? Na gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Lade, 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 lade. So, Auftrag abgeschlossen. Der Zentau und der Stein. Ja, Poppy, dann melde dich, würde ich mal sagen. Melde dich. So, was haben wir denn sonst noch? Wir haben einen neuen Auftrag. Und zwar im Schatten des Schicksals. Sebastian will nach den Ereignissen in der Katakombe mit mir in der Krypta treffen. Will sich nach den Ereignissen mit mir in der Krypta treffen. Okay, aber wir gehen erstmal zu Nati. Das machen wir als allererstes. Und wir haben hier so ein paar Sachen bekommen, sehe ich gerade. Die schauen wir uns natürlich auch erstmal an. Und zwar, wir haben natürlich ein paar Hüte bekommen. Oh, wir haben sogar einen goldenen Hut bekommen. Da müssen wir eigentlich nochmal gucken, was wir damit anstellen. Genau, das haben wir. Okay. Sammlungen. Ja, daher den Weihnachtsbaum. Sehr cool. Ein verzierter Weihnachtsbaum, der die dunklen Wintermonate aufhält. Und Inventar. Was haben wir denn hier? Den Mondstein, ne? Eine leuchtende Kugel, die zur sicheren Aufbewahrung versteckt wurde. Und wir haben sie. Dann laufen wir doch mal zu Nati. Mal sehen, was sie uns da zu sagen hat. Obwohl, da können wir auch einfach, da machen wir eine Schnellreise hin. Die ist ja am anderen Ende der Welt. Genau, das ist ja Sebastian, richtig? Ja, das ist Sebastian. Dann machen wir mal hier große Halle, let's go. Das letzte Mal, als wir in der großen Halle waren, war ja Sebastian ein bisschen verbuggt. Ich hoffe, das passiert diesmal nicht. Also Sebastian, wehe, du bist hier. Boah, schön sieht das hier aus, ne? Das sieht schon toll aus, oder? Das gefällt mir richtig. Was ein großer Weihnachtsbaum. Und wie bescheuert ist dieser Stuhl vom Schulleiter? Was soll das? Wer hat sich denn das ausgedacht? Dann sitzt der so, oder was? Ja, sieht man jede Menge, würde ich mal behaupten. Na gut, wo versteckt sich Nati? Hinter dem Weihnachtsbaum. Ach so, hier auf der Bank soll sie... Naja, dann warten wir hier und machen ein kleines Schläfchen und ja, warten, bis sie da ist. Manche Tage sind schwieriger als andere. Ja, das stimmt wohl. Herzlich willkommen im normalen Leben. Nati, ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für 1-2 Tage Frieden, aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Ich bin schuld, dass er es nicht ist.
Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Du brauchst dir doch diese Schuld nicht geben. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, Natti. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Das stimmt, Natti. Wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Na klar, gerne doch. Immer wieder gerne. Wie gesagt, wenn du was hast, ne? Klingelst du einfach durch. Einfach mal eben so eine Eule rüber schicken. Klingel durch. Dann bin ich am Stissel. So, was haben wir hier denn noch? Der Hypogreif, ach ja, die Karte von Henriette. Henrietta oder wie auch immer. So, Sebastian. Dann laufen wir doch mal zu Sebastian. Sag mal, schlechte Laune? Richtig schlechte Laune hat die Rüstung. Na gut, okay, kann man mal so machen. Hui, und wir haben Peeves getroffen mal wieder. Hui. So. Weiter geht's. Wieso müssen wir jetzt denn so den Weg laufen? Hallo, darf ich hier bitte... Oh, geht die Tür so schwer auf. Warum schwebt sie? Ist das ein Schwebehut? Wie krass ist das denn bitte? Den will ich auch haben, den Schwebehut. So. Mit hier schnell nehmen wir die Beine in die Hand und sprinten zu Sebastian und bleiben überall dran hängen. Aber wir kommen auch nicht voran, ne? Also, das ist tatsächlich auch so ein Ding. Also, wir sollen zu ihm laufen, aber wir laufen gerade die ganze Zeit parallel dazu. Also, die Strecke wird nicht kürzer, so wirklich. Hier muss ich lang. Ah, jetzt. Guckt mal. Jetzt kommen wir langsam in die Nähe. So. Genau, hier durch, hier runter. Perfekto. Und da sind wir dann schon bei der Krypta. Hallo? Hallo, Krypta? So, dann gucken wir doch mal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist denn der Kollege? Da ist er. Mit Ominous. Oh oh. Zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian. Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? So, Sebastian, was willst du denn gerne mit mir besprechen? Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Du verstehst es, genau. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Wirklich, also... Ja, komm, ich rede mit ihm. Keine Sorge, Sebastian. Ich rede mit Ominous. Danke. Du bist wirklich ein guter Freund. Du auch, weil du uns die unverzeihlichen Flüche beibringst. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Sebastian. Ich auch dich. Wo ist er denn? Ach, ich habe gedacht, der ist gegangen. Hallo, Ominous. Ominous. Eine Katastrophe.
unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Wir sollten Sebastian ausliefern, wir dürfen Sebastian nicht verraten. Nein, wir verraten ihn nicht. Wir haben eine Wahl. Was bringt es, ihn jetzt auszuliefern? Er bereut es offensichtlich sehr. Er wird so etwas nie wieder tun. Das hat er schon oft behauptet. Aber wir müssen auch an Anne denken. Sie ist krank und hat jetzt ihren Onkel verloren. Willst du ihr auch noch ihren Bruder nehmen? Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht hast du recht. So sehr ich glaube, dass Sebastian für seine Taten büßen sollte, würden wir damit auch Anne bestrafen. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Ich rede mit Anne. Wenn ich es bin, stimmt sie dem Ganzen sicher zu. Danke, Ominous. Du bist ein guter Freund. Oh Gott, wir spielen ja einfach alle gegeneinander aus. Wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Oh Mann. Das ist aber auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Wir spielen einfach alle gegeneinander aus. Was ist denn hier los, Mensch? Eieieiei. Na gut, wir gehen mal in den Raum der Wünsche und analysieren mal, beziehungsweise entziffern da mal unsere geheimen neuen Ausrüstungsgegenstände. Außerdem können wir hier wieder ein paar Sachen abholen. Ja, ich weiß, der wächst. Alles gut. Ich wollte ja auch den anderen nehmen. So, zack, 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 zack. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was machst du? Du machst Dünger, das ist gut. Hier ist ein Donnergebräu. Okay. Ausrüstung identifizieren. Oh, die Handschuhe sind beide besser. Ja, da müssen wir es ja mal gucken, wa? So, also wir haben den Handschuh 86 und 98. Yo. Jo, okay. Okay. Nicht schlecht. Genau, die Champion-Dinger nehme ich, glaube ich, oder? Oder nehme ich die? Das ist irgendwie uncool. Die sind aber cool, oder? Die finde ich schon ziemlich cool. Ich glaube, die nehmen wir mal. Die nehmen wir mal. So, und alles andere war ja nicht so gut, ne? Nee. Ja, schade. Aber dann können wir doch auch nochmal nach Hogsmeade, würde ich mal behaupten. Und dann verkaufen wir mal den anderen Crimscrams. Karte von Hogsmeade. Bitte einmal den anderen Crimscrams verkaufen. So, überall stehen hier die Tannenbäume, also anscheinend kommen wir immer näher an Weihnachten ran. Da ist gerade eine Katze gespawnt, wie man gesehen hat, vielleicht. Ah, guten Tag. Kommen Sie rein und sehen Sie sich. Guten Tag. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Das kriegen wir hin. So, es muss alles raus. So. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jeder. Na, klar, super gern. Ich hab das krasseste Auge für Mode. So, und dann geht's in die Kartenkammer. Es geht weiter, Leute. Wir stellen uns der dritten Prüfung. Wir stellen uns der dritten Prüfung der Hüter. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal in die nächste Folge. Also schaut morgen unbedingt wieder rein, um zu sehen, wie es bei der dritten Hüterprüfung weitergeht, wie es jetzt aussieht. Und ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt und ich hoffe, ich sehe dich morgen wieder. Also dann, bis morgen. Köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.